ist wieder Donnerstag. Ja, hier ist Speaking Out Loud Live mit Blanche Ellis. Und heute bin ich nicht alleine. Nee, ich habe einen sehr spannenden Gast. Ich bin total aufgeregt. Ich muss meine Atmung beherrschen. Ja, es ist ja so, dass heute die Band streikt. Sie machen nur den Anfang, haben sie gesagt, und den Abschluss und den Tusch, wenn der Gast kommt, und sonst nichts. Und das Publikum ist heute auch nicht erschienen. Lieber gesagt, ich habe es nicht reingelassen. Nee, ich hatte keine Lust. Ich dachte, das ist heute so ein toller Gast. Ich will meine Zeit mit ihr haben und mit euch. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich gucke mal, wer alles guckt. Ja, ich sehe schon, oh, mein Gast ist auch schon online. Naja, ganze 3000 Leute gucken. Fake it till you make it. So sagt man das. Ich habe erstmal eine gute Frauennachricht. Ihr wisst, ich liebe gute Frauennachrichten und man muss richtig suchen. Ja, es ist nicht immer einfach, eine gute Nachricht zu finden. Aber Dreisat wird eine Schweizer Doku-Reihe ausstrahlen. Am 2. Juni fängt das an, das sind 3 Teile, über Frauen, die in der Männerdomäne Fuß gefasst haben, als führende Kräfte. Und was sind das nun für Domänen? Na, hier geht es um Macht, ich nehme an auch Politik. Es geht um Medien. Oh mein Gott, ja, das waren langen Jahren auch nur Männerseilschaften. Und es geht um das Sexgeschäft. Ja, da würdet ihr sagen, hä, das ist doch für uns nicht wichtig, aber das ist es schon. Ich finde es immer wichtig, dass unsere Sisters, was immer sie auch machen, gut geschützt sind und eine Gewerkschaft haben und so weiter. Jetzt ist es so, die Damen im Sexgeschäft, die werden vielleicht auch ganz anders leben können, wenn es Frauen gibt in der oberen Liga. Ich bin sehr gespannt. Also guckt euch diese Doku-Reihe an. Ja? Zweite Nachricht, die ist vielleicht nicht unbedingt gut, aber die ist wichtig. Ich werde Urlaub machen. Was heißt Urlaub? Speaking Out Loud Live geht 3 Monate in Sommerpause. Ich achte das für sehr gut und bin dann auch auf Tour und so und kann das einfach nicht durchsetzen. Und ich glaube, im Sommer, da sind eh alle am Strand und keiner guckt Speaking Out Loud Live. Vielleicht 2. Deswegen habe ich beschlossen, die Monate Juli, August und September tschüss zu machen. Aber Leute, es gibt bis Ende Juni ganz tolle Leute noch, die ich zu Besuch kriege. Ja, also bitte bleibt dran. Ich erzähle jetzt mal heute. Heute ist eine Dame, sie wohnt am anderen Ende der Welt, wirklich am anderen Ende. Da ist es gerade ganz früh, ich glaube 8 Uhr morgens. Die Arme kommt gerade aus dem Bett. Ich hoffe, sie hat ein Frühstück gehabt. Sie arbeitet für eine Riesenfirma in Silicon Valley, LinkedIn. In Palo Alto ist sie. Sie hat einen Amerikaner geheiratet, also wir sehen sie wahrscheinlich nicht mehr zurück hier. Hat 2 Halb-Ami-Kinder natürlich und ist bei LinkedIn Localization Manager. Ja, ich musste echt gucken, was das bedeutet. Ich erkläre es euch noch nicht. Es ist sehr spannend. Ihr Beruf ist toll. Und ja, ich gucke jetzt mal, ob ich sie sehe. Wo ist sie? Wo ist sie hier? Ich sende eine und frage die Band, bitte spielt. Ja! Oh. Es funktioniert! Es funktioniert. Auch über den großen Teil. Sag mal, Stefanie Grote, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ja, Stefanie. Oder euch, sollte ich sagen. Ja, die Band sitzt da hinten in die Ecke und die rauchen irgendwas. Also, sag mal, du siehst toll aus, du hast die Haare schön und du hast einen schönen Glanz im Gesicht. Hast du gut geschlafen? Aber klar doch. Ja, schläfst du immer gut? Ich habe mich schon so darauf gefreut.
Ja. Ich habe mich wirklich gefragt, ob deine Verwandtschaft das manchmal vergisst, dass du ein komplett andere Timezone bist und dich dann mitten in der Nacht anrufen. Ey, Steffi, hast du gehört, was mit Opa ist? Passiert das? Früher bestimmt, aber jetzt, naja, es ruft einen ja kaum noch jemand an. Die meisten Oh. texten ja immer nur und Social Media, Instagram, Facebook, was weiß ich. Okay, und was ist mit FaceTime und so und Skype und Ja, Zoom? natürlich, das ist eine große Hilfe, Gott sei Dank. Ja, FaceTime auf jeden Fall. auf diese Art und Weise, für mich als Niederländerin ist es auch so, ich freue mich wirklich, meine Mutter sagt immer, ich danke Gott für FaceTime, sagt sie, weil wir uns jeden Tag sehen können, wenn wir das wollen. Und ja, hast du denn viel Kontakt zu deiner deutschen Mitsprache sozusagen? Ja, doch, über die Jahre ist das immer stark geblieben, Gott sei Dank. Ja, Wie wunderbar. gesagt, früher bin ich auch alle zweimal im Jahr gekommen nach Deutschland. Ja. Jetzt einmal im Jahr, im Moment ja leider gar nicht aus entsprechenden Gründen, aber das Ja. kommt ja dann bald wieder. Das kommt wieder. Ach, weißt du, Stefanie, ich komme auch nicht viel öfters nach Holland, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist viel näher. Also Oh echt ja. schräg, ne? Ich habe mal mit einem japanischen Physiotherapeuten gesprochen und meinte so, ach, es tut mir so leid für Sie. Sie sehen wahrscheinlich Ihre Verwandtschaft in Japan selten. Und er sagte, nee, nee, das ist fürchterlich. Ich komme nur noch so selten dahin. Und dann sagte ich, wie oft im Jahr oder wie oft sehen Sie denn Ihre Verwandtschaft? Dann sagt er, na, höchstens viermal im Jahr. Wow. Ja, wenn man da ist, bleibt man ja auch länger und es ist eine Ja. intensivere Zeit. Ja. Insofern ist es auch positiv. Es ist anders, aber Stimmt. auch. Ja, man hat länger und intensiver Zeit miteinander. Genau. Wie lange wohnst du denn schon da in Kalifornien? Ich habe fast schon die Zeit verloren, aber ich sag mal, über 20 Jahre, 23, 24, irgendwie sowas in dem Dreh inzwischen. Wow. Das ist eine richtig lange Zeit. Ist es jetzt so, dass du dich eher Amerikanerin fühlst? Nein, das Das. glaube ich, das kommt nie vor. Aber ich habe mich schon immer als Weltenbürger gefühlt, muss ich sagen. Obwohl Ja. ich sicherlich in mir sehr, sehr deutsche ja, Verhaltensmuster habe, zum Beispiel diese Regel befolgen. Das merke ich jetzt vor allen Dingen während dieser Pandemie. Als Deutscher, da befolgt man meistens die Regel. Ja, Und das hier stimmt. macht jeder so ein bisschen, was er möchte. Oh, Land ist der das so? großen Freiheit. Aha, das habe ich so gar nicht eingeschätzt. Ja, das ist also faszinierend für mich. Die Amis und die Niederländer haben viel voneinander, ja, muss ich sagen. Die haben eine große Verwandtschaft. Ich weiß immer nicht warum, aber es ist eine ähnliche Menschennatur, ja. Die Holländer werden auch nie vor einer roten Ampel halten, wenn da nichts zu sehen ist. Dann laufen die einfach. Ja, das würde Deutsche nicht machen. Die stehen manchmal mitten in der Nacht auf einer leeren Straße und warten, bis die Ampel grün wird. Ja. Da hast du recht, aber das habe ich mir inzwischen hier auch abgewöhnt. Ich gehe jetzt auch mal bei der Rote über die rote Ampel. Und ich bin auch nicht mehr so pünktlich. In Deutschland war Oh. mir immer super pünktlich. Ja. Ich bin jetzt auch mal 10 Minuten später dran, wenn das sein muss. Ist nicht so schlimm hier. Okay. Ist es auch im Geschäftlichen okay? Jein, sage ich. Hm. Ja, so 5 Minuten oder sagen wir mal ein paar Minuten kann man mal zu spät sein. Da reißt einem keiner den Okay. Kopf ab. Aha, Ja, wow. vor allen Dingen die Meetings sind ja auch immer eins direkt am anderen dran. Manchmal bleibt einem gar nichts anderes übrig, zu spät zu Ja. kommen. Ja, du hast also einen sehr busy Job. Du bist Localization Manager, darf ich das so sagen? Du bist auch Leiterin, Chefin von einer Gruppe mit Lokalisierer, darf man das so übersetzen? Ja. Ja, ich habe am Anfang gedacht, vielleicht machst du was Geografisches oder so, du lokalisierst.
verschiedene Städte oder keine Ahnung. Aber du arbeitest bei LinkedIn. Das ist schon mal richtig fantastisch. Ich meine, das ist eine Weltfirma. Und die haben natürlich Apps. Und darf ich das mal versuchen zu erklären, was du machst? Bitte, du You hast es, glaube ich, can, ganz gut im Griff. ja, you can correct me if I'm wrong. Du sorgst dafür mit deinem Team, dass die Apps von LinkedIn, dass die je nach Sprache und Kultur übersetzt werden. Also es geht dabei nicht nur um sprachliche Übersetzung, sondern auch selbstverständlich, dass die Kultur damit bedient wird, wo die Menschen jeweils leben. So. Genau, dass sie einigermaßen relevant sind für den jeweiligen Kulturkreis. Und da gehören natürlich viele technische Dinge auch zu. Ja. Nicht? Die Zahlen müssen stimmen nicht nur in den USA, sondern auch im arabischen Raum. Ja, Du und meinst jetzt die Zahl Symbolen oder die Zahl an Follower, die man hat oder so? genau. Haben ja nicht alle nur romanische Zahlen. Also Ja. solche Dinge, das sind eher so technische Dinge. Das heißt dann Internationalization. Aber im Oberbegriff ist es Localization. Und ja, wir sorgen halt dafür, dass alle Plattformen, die LinkedIn hat, und es sind ja mehrere, Mobilplattformen, Web und Marketingmaterialien, was gibt es noch? Ja. rechtliche Seiten, dass das Ja. alles in den unterstützten Sprachen vorhanden ist und auch stimmig ist. Ja, und bist du da zuständig? Du sprichst ja fünf Sprachen. Also wenn ich das recht behalten habe, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Ja, doch, das sind genau meine Lieblingssprachen, wirklich. Also du hast bestimmt auch Latein gehabt in der Schule. Genau, das hat ja nicht Ja. viel geholfen, aber vielleicht doch. Findest du, oh, ich liebe das, dass ich Latein gehabt habe. Das bedeutet, dass ich viel leichter Spanisch lernen kann, zum Beispiel. Und Italienisch. Ja. Da ist Und du bestimmt was bestimmt auch. dran, ja. Aber du bist auch ein Sprachwunder. Du hast geschrieben, du möchtest sogar noch eine asiatische oder arabische Sprache lernen. Ist das noch immer dein Plan? Ja, das wollte ich eigentlich immer. Ich wollte schon früher in der Uni Arabisch machen. Hm. Habe ich aber nie. Das war dann ein bisschen viel. Ja. Ja, und ich habe jetzt eigentlich auch, ich hätte eigentlich mal wieder Zeit, nebenher eine Sprache zu lernen. Jetzt Tatsächlich, vielleicht ja. Japanisch, denke ich. Oh ja. Japanisch oder Arabisch, eine von den beiden. Mal sehen. Beides schwierig. Ist schwierig, aber ich finde bei Japanisch, das hat so einen offenen Klang, nicht wie Chinesisch, dieses Japanisch ist sowas wie Arigato. Das klingt fast italienisch und in meinen Ohren ist es leichter auszusprechen für uns. Ja, die Aussprache ist, könnte okay sein, aber natürlich das Schreiben wird dann etwas schwierig werden. Ja, absolut, ja. Bist du denn auch für Sprachen zuständig, die du nicht selber beherrschst? Ja, in meinem Team sind also eine ganze Menge Sprachen abgedeckt, deswegen nennen wir uns Polyglotten von Arabisch, Russisch bis zu Deutsch natürlich, Niederländisch, Französisch und was haben wir noch? Ach so, die nordischen Sprachen. Also Ja. Dänisch, Schwedisch, Norwegisch hatten wir auch mit dabei. Und seit neuestem auch Polnisch und Tschechisch, ja. Wow. Ist es so, dass LinkedIn dafür aber noch mehr Länder bestreicht auf der Welt oder sind das alle Länder? Im Mhm. Moment sind 21 Sprachen, glaube ich, unterstützt, plus Englisch. Und ja, da werden dann demnächst auch mal neue hinzukommen. Wow. 21 von wie vielen? Weißt du das? Naja, wenn man mal das mit anderen Social Media vergleicht, so Facebook, ich weiß nicht, die haben doch
möchte sagen, über 100 oder sowas. Keine Ahnung. Oh, wow. Ja, und Microsoft hat auch über 100 Sprachen, die unterstützt werden. Also wir hinken da noch ein bisschen hinterher, aber das kommt jetzt. Wir haben uns etwas Zeit gelassen. Ja, und ist LinkedIn denn weniger erfolgreich zum Beispiel als Google? Weiß ich nicht. Dass es in weniger Länder übersetzt wurde? Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ja auch kein Business-Spezialist. Kann ich mich nicht so drüber äußern. Aber ja, LinkedIn ist sehr erfolgreich. Auch vor allem in Deutschland, muss ich sagen. Wir haben ja auch ein Büro in München und in Berlin. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Nee, ich hatte keine Ahnung davon. Ich bin bei LinkedIn, finde es da ganz gut, aber das ist auch alles, was ich weiß. Und in den Niederlanden sind wir sehr, sehr beliebt. Ich glaube, da ist von zahlenmäßig fast jeder in den Niederlanden hat einen Account bei LinkedIn, selbst Babys. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Hey, das erklärt einiges für mich. Ich habe ja ein paar Kolleginnen in Holland, die entweder auch in der Musik sind oder im Coaching-Bereich, so wie ich. Und da habe ich immer gedacht, Manno, da wird so viel agiert. Also da kommen ganz viele Likes und das ist fast ein bisschen wie bei Instagram. Und ja, da habe ich mich gewundert. Aber das könnte daran liegen, dass in Niederlande einfach LinkedIn noch mehr, sag mal, zum guten Ton gehört. Man muss einfach bei LinkedIn sein. Ja, sehr gut. Glaubst du, dass in Niederlanden sich die Leute lieber selbst darstellen und vor allen Dingen im professionellen Bereich als in Deutschland? In jedem Bereich. Ja, Niederländer sind Selbstdarsteller. Und das ist nicht nur negativ. Ich meine, das ist nicht negativ, überhaupt nicht. Niederländer haben ganz viel Selbstvertrauen. Und ich bin jetzt auch, so lange wie du bin ich weg aus Holland, also so lange du weg bist aus Deutschland. Und das ist also eine richtig lange Zeit. Und dann fängt man auch an, die eigenen Landsleute ein bisschen von einem Abstand zu betrachten. Ne? Und da fällt mir auch manchmal auf, wenn die hier durch meinen Kiez in Berlin kommen. Ich wohne ja in so einem populären Kiez, der so Touristen anzieht und so weiter. Und dann ich sage immer zu meiner Tochter, oh Gott, da sind sie wieder. Alle sehr groß, ne? So Riesenleute. Und die laufen da durch die Straßen und die tun so, als würden die da alles besitzen. Ne? Das ist, oh, guck mal hier und da, oh, das ist toll und reden mit jedem. Und dann sage ich immer, komm, wir reden Deutsch. Ich liebe Niederländer. Selbstvertrauen. Sprichst du was Interessantes an. Das finde ich immer zum Beispiel, ich bin so aufgewachsen noch damals, ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, dass man keine Fehler macht in Deutschland. Hm. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber auf jeden Fall vor 20 Jahren noch, Fehler machen ist nicht so doll. Und man sieht es ja auch, ne? Wenn jemand Fehler macht, dann sind die weg vom Fenster oft in Deutschland. Während hier in den USA, da wird man geradezu herausgefordert, man soll Fehler machen, denn man lernt ja davon. Ja. Und man soll Risiko eingehen, das wird auch von den Firmen einem so immer eingeimpft. Ja. Und das ist völlig okay. Macht mal einfach mal und probiert mal aus, wie es läuft. Wenn es nicht läuft, ja, dann geht man eben in eine andere Richtung. Genau. Ich habe heute einen Journalist zugehört in einem Podcast und der wohnt auch in Amerika. Und er sagte, ja, so Startups wie Microsoft oder so, wirst du doch nicht finden in Deutschland. Es gibt Startups, aber alles ist mit einem Fehlermanagement ausgestattet, was nicht wirklich sowas befruchtet, dass junge Leute sagen, ja, komm, wir nehmen ein Risiko. Ja, und das, ich finde das auch nicht so schön. Also ich habe mein Kind auch so erzogen, ausprobieren, machen, tun, hinfahren, wieder Krönchen richten, weiter geht's. Und ich so coache ich auch. Wie kann man sich entwickeln, wenn man keine Fehler machen kann? Ich meine, du bist Übersetzerin, um Gottes Willen. Darf keine Fehler machen, genau. Oder war Übersetzerin, ja.
Ja, genau. Und in einer Zeit, als diese ganzen Korrekturprogramme noch nicht mitliefen, ne? Im Genau. Computer. Ja, Wie das bist du stimmt. damit umgegangen? Bist du jetzt ein ängstlicher Mensch geworden, dass ich darf keine Fehler machen, oder hat Amerika dich da rausgeholt? Also, ich darf keine Fehler machen. Nee, das denke ich jetzt nicht mehr. Okay. Aber ja, ich habe mir angewöhnt, immer mal was Neues zu machen. Ja. Immer mal was auszuprobieren. Denn ich bin zwar sehr stetiger Mensch und ich liebe auch meine Routine, aber bei mir kommt dann der Punkt, wo ich mich langweile. Und da muss ich was Oh. Neues machen. Und Arabisch. ja, Ja. das werde ich jetzt anfangen. Du hast mich jetzt dazu gebracht. Ja, Applaus. Sehr gut. Du, ich habe sehr viele Fragen für dich. Hier, du hast mal ein paar Mal, hast du gesagt, auf der, ich muss das echt nachlesen, weil es sind so Worte aus einem Metier, was mir fremd ist. Auf der Logworld, ein Kongress für Lokalisierungsspezialisten, hast du zwei Events präsentiert. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wann Und das wie? erste Mal. Ja, Barcelona steht hier und noch Portugal oder so. So, Ja, und genau. wie war das für dich? Du bist ja immer hinter den Schirmen tätig, wie ich es recht verstehe. Plötzlich musst du da abliefern vor so vielen Menschen. Wie ging es dir da? Genau, eigentlich gar nicht so mein Ding gewesen damals. Ja. Ich glaube, 2017 war das erste Mal, dass ich, und das, Oh. da war ich in einem Panel, also in so einer Gruppe, die interviewt wurde. Aber Ja. dachte ich, jetzt musst du das mal machen, man muss sich ja mal herausfordern. Sehr gut. Und ich wurde angesprochen von Leuten, die ich kannte, ob ich da mitmachen wollte. Und dann habe ich halt ja gesagt. Und in diesem Panel ist es ja gar nicht so schlecht, sich heranzutasten, weil man nicht dauernd jetzt reden muss, sondern das geht dann immer reihum und man wird interviewt, so wie wir das jetzt machen. Ja. Also das war ein gutes Herantasten und man saß auch im Stuhl und wenn man über seine Expertise redet, dann ist das ja auch alles gar nicht so schlimm. Man muss bloß immer üben. Dieses zweite Mal, das war etwas ganz anderes. Da habe ich zusammen mit einer Kollegin präsentiert. Und zwar haben wir also unsere Entwicklung bei LinkedIn in unserem Team präsentiert, wie wir von einem globalen Standpunkt uns auf den lokalen Standpunkt konzentrieren. Also bei uns wird alles so global rausgegeben, aber wir machen dann halt ein lokal relevantes Produkt daraus. So, das war der Überbegriff. Und da haben wir fast so etwas wie ein Theaterstück gemacht. Wir waren zu zweit und haben uns so praktisch so ein bisschen gegenseitig interviewt und so ein bisschen gespielt. Es war ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind und haben super, super viel geprobt vorher. Mein, darauf kommt es natürlich an. Wir dachten erst, oh, was machen wir da? Aber wir haben dann stundenlang vorm Spiegel gestanden und es lief dann wirklich super. Es war also ein großer Erfolg. Wir hatten die besten Referenzen und die Leute kamen hinterher und wollten auch noch mehr Informationen von uns haben. Also das war ein super Toll. Erfolg. Hey, für eine Deutsche, die aus einer Kultur kommt, wo man keine Fehler machen darf. Hast du das sehr mutig gemacht, finde ich, ja. Und das hat dir auch was gebracht. Du hast gelernt, das geht. Man kann sich aus dem Fenster lehnen, etwas machen, was nicht zu einem gehört, damit erfolgreich sein. Und damit hat man auch sein Selbstvertrauen aufgeplustert, oder? Ja. Da hast du recht. Ja. Ich gucke jetzt mal. Ich möchte gerne wissen, es gibt einige Zuschauer, die ich auch nicht kenne. Das ist sehr schön. Was jetzt schön wäre, und das sage ich immer, wenn jemand eine Frage hat. Ich meine, wann hat man schon eine so interessante Dame, die in Silicon Valley ist und dafür LinkedIn arbeitet? Ihr könnt alles fragen, was ihr wollt, solange es respektvoll ist, aber das seid ihr ja alle. ja, ich sage es nochmal. Also, denkt euch eine Frage aus.
Tja, liebe Stefanie, du bist ja nicht nur sehr sprachbegabt, du bist auch musikalisch sehr talentiert. Du kannst gut singen. Ich habe ein Video von dir gesehen, da singst du mit dem Chor, was von LinkedIn ist. Das ist ein A cappella-Chor. Und das war umwerfend gut. Ich war richtig beeindruckt. Also Chapeau. Und das machst du schon seit 20 Jahren oder so, ne? Ich sag mal, singen tue ich schon ewig. Ich war zunächst in dem Chor hier bei Stanford. So, das ist so ein Symphonic Chorus, der ist riesig groß, 200, 300 Leute. Und da gibt es dann dreimal im Jahr eine Vorstellung auch vor Publikum mit Orchester. Dieses A cappella, da bin ich erst etwas später zugekommen. Das war mir auch völlig neu, ist aber in den USA gang und gäbe an den Universitäten. Und ja, das war klasse, weil das im kleinen Rahmen ist. Man nimmt irgendwelche Popsongs oder irgendwelche bekannten Songs und jemand arrangiert, ja, gibt es ja ganz tolle musikalisch bewanderte Leute, die arrangieren das dann selber. Das haben auch Leute aus unserem A cappella-Chor gemacht. Und dann gibt es einmal im Jahr einen Wettbewerb bei uns hier, wo alle Tech-Firmen aus Nein. Silicon Valley miteinander singen. Es ist offiziell da Wahnsinn. ein Verein. Welche Firmen sind das? Kannst du das erzählen oder darfst du Ja, das nicht? das sind also wirklich alle haben so einen A cappella-Chor. Das ist Google, das ist Airbnb, Facebook, Box, Dropbox, LinkedIn natürlich, Microsoft, Apple. Jede Firma hat so einen A cappella-Chor. Das klingt echt wie das, als würde die Weltherrschaft da in Palo Alto sitzen. Ne? Das ist, ja, das ist doch so. Das ist doch, was die Welt jetzt beherrscht. Das sind die Social Media, das ist, ich finde das unfassbar. Und die Computer, die ganze Internet beherrscht die Welt. Ich meine, hast du manchmal das Gefühl, dass du im Königreich sitzt, was die Welt regiert? Ja, ich meine, das Schöne, ja, gut. Alles gibt es hier und vor allen Dingen aus allen Kulturen. Ich glaube, das ist das, was hier so besonders ist. Es gibt jede Kultur, wie sagt man, aus jedem Land findet man Leute hier. Und ich glaube, diese, ja. Das weiß man ja, dieser Melting Pot, den hat man besonders hier im Silicon Valley. Und das macht wirklich was aus. Restaurants aus jeder Kultur. Und ja, Herrlich. diese Diversität des Denkens, ich glaube, ja, da liegt schon was dran, dass da besondere Dinge hervorkommen. Kommst du manchmal durcheinander mit den Sprachen, weil du so viel Genau. reist? In meinem Kopf lief eben alles Englisch. Ich kann mich da super mit identifizieren, glaub's mir. Manchmal, wenn ich mit Niederlande telefoniert habe, dann bin ich danach, sage ich immer, dann ist hier oben alles zu. Dann bin ich manchmal echt, dann ist Ja, mein schon Kopf schlimm. zugeschraubt und da kommt kein Wort mehr raus. Ich glaube, das sind auch so die neurologischen Verbindungen, ne? Die dann vielleicht hier und da mal wirklich einen Stau haben. Kann ich mir so vorstellen. Ja, Musikalität und Sprache nochmal zurück, das hängt ja zusammen. Du bist ja also wirklich so ein, ja, das ist lustig. Ich bin auch ein Mensch, der viele Sprachen kann und musikalisch ist. Das sind so die Elemente, die oft zusammengehören. Hast du jetzt Probleme gehabt, dich zu entscheiden? Wolltest du mal Sängerin werden oder Schauspielerin? Nein, aber wenn du mich fragst, was ich in meinem nächsten Leben werden würde, dann würde ich gern eine super Stimme haben. Ich habe mir keine super Stimme. Ich habe auch nie so richtig formelle Kurse gemacht, leider. Ich habe das mir nur über diese Chorsingerei angeeignet. Ja, das wäre was. Sängerin so wie du. Danke sehr, danke sehr. Ja, das ist gut im nächsten Leben.
Vielleicht treffen wir uns dann und singen zusammen. Das wäre schön. Das wäre Obwohl wir klasse. das jetzt, wir können das jetzt auch schon, nur das lässt hier die Technik nicht zu. Von einer Seite klappt es immer zu. Ich habe das schon versucht, aber du darfst was singen. Nein, danke. Schade. Man kann es ja mal versuchen. Ich bin ja Normalerweise. Chorsängerin, nicht Solosängerin. Okay. Na, obwohl das sehr gut klang, was du da abgeliefert hast. So, ja, du leitest auch die LinkedIn-Gruppe für Nachhaltigkeit. Ich finde das erstmal beeindruckend. Ich weiß gar nicht, ob deutsche Firmen auch sowas haben. In der Firma eine Gruppe für Nachhaltigkeit. So, fantastisch, Kompliment. Wie ist es dazu gekommen? Ja, du hast mal in einem Umweltunternehmen gearbeitet. Ist das mit Ursache, dass du jetzt da die Gruppe leitest? Nein, eher nicht. Das war Zufall. Okay. Also bei uns in der Firma und sicherlich in vielen anderen Firmen gibt es diese Employee Resource Groups, heißen die. Das sind normalerweise verschiedene Gruppen, die sich nach irgendwelchen, ja, Vorlieben zusammentun. Oder es kann auch sein, Gruppe der Schwarzen oder Gruppe der Mütter, Gruppe der Eltern, was weiß ich. Und wir haben halt diese Go Green-Gruppe, die wurde Ja. damals geleitet. Wir haben auch einen Director of Sustainability und die hatte das, Okay. glaube ich, ins Leben gerufen. Okay. Und ja, meine Umweltdinge liegen mir schon immer am Herzen. Mein Sohn hat auch sowas Ähnliches studiert, Sustainability. Wow, Und toll. ja, allgemein, hier in Kalifornien sowieso, glaube wir beschäftigen Ja. uns sehr damit. Inzwischen ja wohl alle. Ja, und Stimmt. so bin ich da reingekommen. Ich wurde dann gefragt, ob ich die irgendwann leiten wollte nach 1, 2 Jahren. Und ich habe dann einfach ja gesagt. Und Wow. ja, wir organisieren Events für die Belegschaft. Die finden so einmal im Monat, findet so einen Tag statt, wo nur Events stattfinden, die unter einem Ja. bestimmten Thema sind. Und Ah, einmal im verstehe. Jahr macht unsere Gruppe da was. Ja. Aber du stehst nicht morgens auf dem Parkplatz und verteilst Bußgelder an diejenigen, die nicht mit einem E-Auto kommen. Nein, aber wir haben so Initiativen zum Beispiel. Einmal im Ja. Jahr werden Rabatte für E-Autos angeboten über ein bestimmtes Programm. Also solche Dinge. Es ist alles mehr mit dem Zuckerstück. Ich weiß nicht, Carrot and Stick, wie heißt es, ne, im Deutschen? Mit dem Ja, Zuckerstückchen. mehr Zuckerbrot als Peitsche. Ja, Zuckerbrot, sehr gut. Das habe ich schon wieder vergessen. Mehr Ja, Zuckerbrot als kannst mich Peitsche. fragen. Absolut. Ich bin auch nicht von hier, aber egal. Sag mal, bereust du manchmal, dass du nach Amerika gegangen bist? Also, darf ich das jetzt sagen? Ja, ne? Ich werde nicht von der CIA gejagt, weil er ist eh weg. Aber als der vorige Präsident, ich nenne keine Namen, meine Damen und Herren, als der noch da saß, hast du Lieber dich nicht. geärgert? Wolltest du das Land verlassen? Ja, die Ja, kann Antwort mir ist echt ja. vorstellen. Ja. Aber nicht gemacht, ne? Ja, ich meine, Bisschen Kalifornien ist wieder untüchtig. anders. Gott sei Dank. Kalifornien Ja. ist immer anders. Ja, Aber stimmt. ja. Kalifornien war schon immer anders. Es hat diese Umweltbewusstsein, das hat Körperbewusstsein, Körperkult natürlich auch. Aber dieses Umweltbewusstsein, das ist eine der Sachen, die ich da auch sehr toll finde. Und gesundes Essen, weißt du, das mag ich an Kalifornien. Was ich da nicht so toll finde, ist jedenfalls, ich war schon in San Francisco, aber eher in LA. Und da bin ich schon mal erschrocken, als ich in so Hollywood-Cafés saß, dass ich dachte, oh mein Gott, die Frauen sind alle geklont. Die sehen sich alle ähnlich. Die haben alle diese blonde Haare, sind alle irgendwie operiert im Gesicht und haben alle lange Nägel. Und ich fand es gruselig. Wie geht es dir da so? Sie verstehen uns eh nicht. Ja. Das ist ja wahrscheinlich eher in LA, Ja, ist nicht ja. so hier unbedingt, nein.
gut. Fühlst du dich als Frau in Amerika anders? Ist das jedenfalls, als du da hinkamst, hattest du das Gefühl, du musst dich anders präsentieren? Wird anders mit dir umgegangen, auf dich reagiert? Gute Frage. Weißt du, ich glaube, hier, gut, damals zum Beispiel wurde man in Deutschland ja immer dumm angemacht. Ja. Als jüngere Frau sowieso. Ach, damals, ja, jetzt gar nicht mehr. Ja, ne? Jetzt bestimmt überhaupt nicht mehr. Das gab es nicht in diesem Maße, oder schon damals, schon vor 10, 20 Jahren nicht so. Ach, hier. Wirklich? Jetzt? Ja. Gut, jüngere Mädchen werden wahrscheinlich immer mal ja, da dumm angemacht, aber ja, das gibt es hier irgendwie weniger. Da ist das ein bisschen ist ja mehr toll. Respekt vorhanden, würde ich sagen. Ist das Erziehung oder wie kommt das? Kultur? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die Kultur in Amerika ist eher so höflich. Die Deutschen sind zwar auch super höflich, aber auf eine andere Art und Weise, auf eine korrekte Art und Weise. Und die Amis, sie haben mehr so den Charme mit Löffeln gefressen, ne? Ja, das kann natürlich sein. Ja, ja, man sagt ja nie sowas direkt auf den Kopf zu, sondern es wird alles mal hübsch verpackt. Ja, genau. Ja, du bist natürlich jetzt in einer anderen Welt und du lebst dein Leben, deine Kinder sind da aufgewachsen. Wo möchtest du in 5 Jahren sein? Wo wirklich geografisch? Oh, geografisch. Vielleicht in Portugal. Ja, ja, ganz da was werden Neues. Wir uns treffen. Ja, super. Gut. Ich will da auch unbedingt hin, ehrlich. Das ist mein Plan. Portugal wo? Im Süden? Nein, um Lissabon herum. Da habe ich auch Freunde. Ja, da, okay. Ja, ich habe das schon immer geliebt dort. Und die Leute sind so nett. Ja, die sind nett und hübsch und einfach herrlich. Und magst du Fado? Fado, ja, Portugiesisch-Songs. Genau. Ja. Marisa. Hast du sowas mal gesungen? Ja. Ja, ich kann noch nicht so gut Portugiesisch, das wird sich ändern. Würde ich ganz gerne. Ich habe Spanisch ein bisschen gelernt und ja, ich liebe auch Sprachen. Ich könnte das ausschließlich machen, wirklich. Dann komme ich zu dir und lerne Portugiesisch von dir. Da freut mich. Singen wir gemeinsam Fado. Ja, das klingt gut. Ja, diese, für die, die das nicht wissen, Fado, das sind die Lebenslieder aus Portugal. Ein Musiktipp, Marisa, ganz tolle Sängerin. Ich habe die mal live gesehen hier auf dem Gendarmenmarkt im Konzerthaus und ich war komplett fix und alle danach vor lauter Bewunderung. Was für eine Stimme und was für Musik. Da geht es wirklich um Leben und Tod, um Liebe, Leidenschaft, Blut und Tränen und Wiederauferstandung. Ja, es ist sehr schön, Fado. So, du, siehst du, wir quatschen hier und es ist schon ziemlich spät. Darf ich dich noch fragen, was dein Speaking Out Loud Moment war? Speaking Out Loud Moment. Ich glaube, wo wir jetzt, das hatten wir schon abgedeckt, glaube ich, oder weil wir von dem Singen gesprochen haben. Yeah. Diese Momente auf der Bühne, das war schon irgendwie toll, dass einmal diese Präsentation in Portugal, diese 2019, und wenn ich mit dieser A Cappella-Gruppe auf der Bühne mit all diesen anderen Gruppen gestanden habe, da war eine Energie. Yeah. Und das war eigentlich sagenhaft. Und ich hätte mir auch nie vorgestellt, dass ich jemals mal so auf der Bühne stehen würde. Also das war klasse. Sehr schön. Ja, auch in Stefanie Große steckt eine kleine Rampensau. Im nächsten oder Leben. Oder eine große. Ja, ich frage immer mal nach dem unglamourösesten Moment. Hast du Lust oder sagst du, nee, wir lassen es bei den schönen Sachen? Wir können es bei den schönen Sachen belassen. ja. Ach komm. Also, da habe ich auch. Das ist, weißt du was, irgendwie.
man verinnerlicht auch die schlechten Momente irgendwann und die gehören dann einfach zu dir. Zumindest habe ich mir das so eingeredet. Die habe ich im Kopf und ja, das ist aber jetzt so und man hat dann doch davon gelernt. Hat man mal einen Fehler gemacht und hat davon gelernt. Ich sage es schon länger. Es gibt kein Yin ohne Yang, ne? Und kein Hell ohne Dunkel. Ja, jeder hat seine Seiten und hab keine Angst davor, weil du bist voller tolle Seiten, liebe Stefanie. Und ich habe mich super gefreut, mit dir zu sprechen. Ich könnte jetzt einfach noch die gleiche Länge weiterquatschen mit dir. Das machen wir aber in Portugal, okay? Ja, das klingt gut. Ja. Oder auf der anderen Plattform, auf der anderen. Ja, genau. Wenn mir das gelingt, bei LinkedIn eine Live-Show zu starten, dann mache ich das auf jeden Fall. Wenn nur drei Leute gucken, ist mir egal. Und da wirst du auf jeden Fall eingeladen. Nee, das wird ja ein innerer Reichsparteitag für mich. Oh, das sagt man gar nicht. Aber als Niederländerin darf man das sagen. Genau. Liebe Stefanie, gibt es noch irgendwas, was du noch sagen möchtest? Willst du deinen Bruder grüßen? Der wohnt in Berlin. Ja, logisch. Irgendwie, wenn er dazu guckt. Ich glaube, warte, ich gucke. Ich gucke mal, aber hat er versprochen? Ja, na klar, guckt er. Ich glaube, meine Tochter sehe ich. Hallo. Ach ja, wie heißt sie? Darf ich das wissen? Anna Sophie. Anna Sophie, ah, dann gucke ich später mal. Hallo Anna Sophie, schön, dass du da bist. So, okay Stefanie, danke sehr. Bis Portugal, sage ich mal. Ich fange schon an zu üben. Und wir hören uns. Ja? Super. Ich freue mich, wenn wir mal zusammen singen. Vielen Dank, Blanche. Oh, hat Spaß auch gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Einen schönen Tag dir, ja? Dir auch. Oder einen schönen Abend. Danke. Bis dann. Tschüss. Ach, herrje, war das schön. Meine Güte. Das habe ich sehr genossen. Ja, ihr Lieben, dann sage ich nur, sagt es weiter, Speaking Out Loud Live, jeden Donnerstag um 17 Uhr, noch bis Ende Juni. Und danach gibt es 3 Monate Sommerpause, wo ich euch sehr vermissen werde. Just be proud, Speaking Out Loud. Bis bald. Tschüss.